glaube, das ist eine ganz, ganz entscheidende Botschaft. Zum einen möchte ich sagen, dass mir ja nicht erst seit meiner Tätigkeit als Innenminister, aber seit damals insbesondere die Polizei natürlich ganz am Herzen liegt. Und wenn ich von der Polizei spreche, dann rede ich nicht von den sprichwörtlichen Großkopferten, von denjenigen, die da im Ministerium sitzen und vielleicht irgendwo mit ihren Orden herumklimpern, sondern rede ich von denen, die unmittelbar im Bürgerkontakt sind, die heute zum Beispiel in den Mannschaftswegen sitzen oder die heute die Stellung auch halten in den Polizeiinspektionen. Und da habe ich ja sehr viele kennenlernen dürfen in meiner Zeit als Innenminister und ich habe den größten Respekt vor diesen Leuten. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, das, was du gesagt hast, zum Ausdruck zu bringen, dahingehend, dass man sagt, das sind ja Bürger in Uniform. Das sind ja Leute, die mitten aus der Bevölkerung kommen. Das sind unsere Mütter und unsere Väter, das sind unsere Töchter, unsere Söhne, Brüder, Schwestern. Also die haben eine ganz, ganz enge Beziehung zur Bevölkerung. Und ich halte es für so brandgefährlich, was da von der politischen Spitze des Innenministeriums betrieben wird, nämlich hier den Versuch zu unternehmen, mit einer Eskalationsstrategie einen Keil hineinzutreiben zwischen die Polizei und die Bevölkerung. Ich habe gestaunt bei diesen Untersagungen der Kundgebungen, weil ich eigentlich die Handschrift der Wiener Polizei kenne, weil ich weiß, dass es überhaupt gar nicht ihre Art ist, auf diese Weise mit Demonstrationen, mit Leuten, mit Veranstaltern umzugehen, sondern die zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass man sehr viel Fingerspitzengefühl hat, dass man sehr viel Gespür hat im Umgang mit den Leuten und dass man immer einen gemeinsamen Weg sucht. Und diese Form der Kommunikationsverweigerung ist absolut untypisch. Und ich erkenne natürlich dahinter die Handschrift vom neuen Innenminister Nehammer und seiner politischen Truppe da an der Spitze des Ministeriums, die es auf Eskalation anlegen. Und deswegen ist es uns so wichtig, diese Botschaft zu sagen, die Polizei, das sind unsere Freunde, unsere Gegner, das ist die falsche Corona-Politik der Bundesregierung. Und wir werden nicht in diese Eskalationsfalle hineintappen, die der Innenminister hier aufgebaut hat, mit dem ganz klaren Ziel, hier einen Rechtsbruch quasi zu provozieren und damit auch irgendwo ein Einschreiten der Polizei zu veranlassen. Es genügt, wenn die Regierung sich gegen die Gesetze betätigt und Rechtsbruch begeht. Wir haben das nicht vor und wir wollen damit auch unseren Polizistinnen und Polizisten dieses moralische Dilemma ersparen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt habe ich noch ein zweites Anliegen. Und zwar, das ist wirklich meinen Respekt zum Ausdruck zu bringen vor der Zivilcourage. Also das ist ja, da reden ja sehr viele davon, von der Zivilcourage, die alle hätten oder gehabt hätten. Und wenn es dann darauf ankommt, dann sind es dann doch nicht so viele. Und das passt sehr, sehr gut ins Bild, das ich von den Polizistinnen und Polizisten auch an der Basis bekommen habe. Also da ist ja, die Motivation ist ja dort ein unglaublicher Idealismus. Die Leute brennen ja vor Begeisterung, machen aus ganz schwierigen Situationen das Beste, fast in einem familiären Verhältnis und sind getrieben eigentlich von dem Wunsch, die Menschen zu schützen, den Menschen zu helfen, an ihrer Seite zu stehen. Und das ist dann so ein krasser Kulturwechsel, wenn man dann an der Spitze eines Ministeriums sitzt und dann auch bemerkt, jetzt in der Beobachtung, was dort die treibenden Motive sind. Das ist nämlich nicht der Idealismus, sondern dort geht es um Macht, dort geht es um sehr viel Macht und wo sehr viel Macht sehr lange Zeit in den gleichen Händen ist, das haben wir dann bei Machtmissbrauch. Und das ist das, was wir jetzt erleben und ich finde es eigentlich arg, wirklich, und mir fehlen da manchmal die Worte, dass ein Innenminister und sein politisches Spitzenkabinett da drinnen die Polizei dafür missbraucht, die eigenen Machtinteressen hier umzusetzen. Ja, und jetzt bin ich beim zweiten Anliegen. Ganz kurz, ich möchte mich einfach noch einmal an alle Freunde der Freiheit wenden, mit einem ganz einfachen Appell, nämlich nicht nachzulassen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Diesen friedlichen Protest, diese friedliche Kritik weiterhin zum Ausdruck zu bringen gegen völlig unverhältnismäßige Maßnahmen einer Bundesregierung. Ich glaube, das ist der absolut entscheidende Punkt. Das, was wir hier tun und das, was ihr hier alle macht, das ist keine Anmaßung, sondern das ist das Wahrnehmen unserer Bürgerrechte. Wir sind das Volk, von dem das Recht ausgeht. Das ist dasjenige, was unsere Verfassung sagt. Und wenn irgendjemand geglaubt hat, dass man mit diesen Untersagungen von Kundgebungen und Demonstrationen hier einen Bremseffekt erzielen kann, dann glaube ich, es ist das Gegenteil der Fall. Die Vorgangsweise, die hier gewählt wurde, diese haarsträubenden Begründungen auch für diese Verbote, die sind ja geradezu der Beweis, dass es notwendig ist, hier weiter kritisch zu sein und hier weiter der Regierung auch auf die Finger zu klopfen.
Ich habe die feste Überzeugung, dass immer die Freiheit und die Wahrheit und damit auch die Vernunft stärker ist als jede Form der Unterdrückung. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und wir können es uns anschauen. Ich glaube, dort, wo wir sind, dort, wo die tausenden Menschen in ganz Österreich sind, die hier demonstrieren auf friedliche Art und Weise, dort ist Optimismus, dort ist Hoffnung, dort ist Zuversicht, dort ist Planbarkeit und dort ist auch Wahrheit. Und da, wo die Regierung ist, dort ist leider Diffamierung, dort ist Unplanbarkeit, dort ist Unfreiheit, dort ist in gewisser Form auch Unterdrückung und auch Angst. Und in der Zwischenzeit haben wir schon einen Punkt erreicht, wo ich glaube, dass sich die Regierungsmitglieder zunehmend vor der eigenen Bevölkerung und vor dem Freiheitsdrang und vor dem Drang nach Wahrheit fürchten. Ich bin davon überzeugt, dass diese 2-Meter-Regelungen, die da jetzt dazu geführt haben, dass man im ganzen Land Veranstaltungen verbietet, nicht mehr lange existent sein wird, dass wir die zu Fall bringen und dann wird es erst recht eine ganz, ganz große Veranstaltung geben. Vielleicht noch eines. Ich weiß, dass Nehammer und Kurz und alle, die da diese Regierung bilden, eigentlich nur auf Druck reagieren. Und diesen Druck müssen wir aufrechterhalten, in einer friedlichen, aber in einer bestimmten Art und Weise. Und wenn es jetzt dann vielleicht nach dem 8. zu Lockerungsschritten kommen wird, dann sind das Lockerungsschritte, die sich nicht einer Einsicht der Handelnden verdanken, sondern genau diesen Druck, der jetzt erzeugt wurde und der weiter hochgehalten werden muss. Und da gibt es noch viele Dinge, wo wir Anlass genug dazu haben zu demonstrieren, weil ich ja auch höre, dass die Gastronomie wieder nicht aufmachen soll, dass die Hotellerie weiter unter die Räder kommt und da hängen wieder tausende Schicksale dran, die alle hier die Zeche für eine völlig nicht verhältnismäßige Regierungspolitik zahlen werden. Das heißt, es gibt noch genug zu tun und ich blicke in diesen Tagen manchmal ein bisschen neidvoll nach Schweden, die ja einen anderen Weg gewählt haben. Dort gibt es diese ganze Verbotsunkultur nicht in dieser Art und Weise. Dort gehen die Menschen entspannt miteinander um. Dort wird nicht angezeigt wechselseitig. Dort versucht man nicht, die Menschen gegeneinander aufzubringen, sondern einen menschlichen Umgang mit der ganzen Situation zu finden. Und ich glaube, wir sollten sehr, sehr rasch dazu kommen, diesen Weg einzuschlagen, bevor irgendwo ein internationales Kartell dann noch die Schweden dazu bringt, auch einzuknicken und all den Blödsinn zu machen, den hier die Regierung zu verantworten. Das wäre meine große Bitte. Wir alle kennen den Spruch, Ende gut, alles gut. Und ich würde sagen, ja, und wenn es nicht gut ist, dann ist nicht das Ende. Und das ist auch unser Auftrag für die kommenden Wochen und Monate.